Drängt denn gerade ein Evolutionsschritt in der Methode, den du uns schon verraten kannst, oder ist es geheim oder? Also, ich bin schon geraume Zeit am Gehirn, dass man mit ganz konkreten Übungen, vieles geht über die Augen, und das möchte ich als nächstes, Übungen sehr gezielt fürs Gehirn. Zur Evolution muss ich auch noch sagen, eine Grundidee war, dass es früher gereicht hat für 40, 50 Jahre Leben. Die Idee hinter dieser Evolution, Gantienica in Evolution, ist, dass ich und du, wir entscheiden, wie wir 100 werden wollen. Und wir wissen, dass wenn uns kein Geraniumstock auf den Kopf fällt und wir sonst keinen Unfug treiben, dass die Chance extrem hoch ist, dass wir 100 werden. Und dann ist, wenn du hinschaust, wie die Menschen altern, es geht unglaublich schnell. Meistens fällt irgendwie der Kopf nach vorne, dann wird der Rücken rund, dann wird das alles steif, dann beginnen die Menschen unsicher zu gehen. Plötzlich halten sie sich bei jeder Gelegenheit, kriegen vielleicht noch einen Gehstock, und dann plötzlich gehen sie nicht mehr in Kreuzgang, sondern passgängig. Und dann gibt man ihnen einen Rollator, der das alles noch befeuert, der ist zu niedrig, und dann gehen die Leute so an diesem Rollator. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass diese Körperwartung auch vor Alterserscheinungen wie Demenz und Alzheimer schützt. Die größte Entwicklung macht das Gehirn des kleinen Menschlein, wenn es zu krabbeln beginnt, wenn es den Kreuzgang entdeckt, dieses kontralaterale Bewegen. Jede Übung, die ich kreiere, muss sich übrigens an diesem Kreuzgang messen. Was bringt mir das im Alltag? Und der größte Verlust an Gehirnkapazität ist bei alten Menschen, wenn sie dieses zweibeinige oder vierfüßige Krabbeln und das filigrane Gehen, ist ja ein Meisterwerk, dieser aufrechte Gang im kontralateralen Prinzip. Das wäre für mich meine nächste Evolution, dass ich das in Worte fassen kann. Ich habe angefangen mit diesem Workshop besser sehen, weil das Auge ist ja der einzige Teil des Gehirns, den wir wirklich sehen. Und bin ganz fasziniert, wie bereit die Menschen sind, solche Reisen zu machen. Da wanderst du mit der Wahrnehmung und dem Bewusstsein wirklich durch den Augapfel, gehst mit den Sehnerven wirklich ins Gehirn und trainierst es. Du kennst es im Kleinen, diese Dehnungen mit vier Augen. Stell dir vor, du hast vier Augen, zwei vorne, zwei hinten. Und das hat ja auch eine reale Bewandtnis mit dem Gehirn, die hinteren beiden Augen. Du stellst dir vor, dass du die diagonal dehnst. Es passiert etwas. Es erfrischt, es weckt, und daran bin ich. Ja, mein Gehirn hast du definitiv einmal mehr gekitzelt. Körper wird auch regelmäßig gekitzelt im Training. Ich möchte es nicht mehr missen, weil wenn wir etwas auch unter den Trainerinnen herausgefunden haben, die Methode macht definitiv süchtig. Das ist vielleicht ihr größter Nachteil in Anführungszeichen. Es gibt keinen Weg zurück. Liebe Das hast du Wien, schön gesagt. ja, vielen Dank für diesen Darf Einblick. ich eine Frage an dich stellen, Immer. Katrin? Wie lange hat es gedauert, bis du, weil das ist so ein großes Geheimnis, und Leute, die anfangen und finden, huch, was will die gute Frau von mir? Wie lange braucht es, bis dieses kein Weg zurück stattfindet? Wie lange hast du gebraucht? Für mich war es in gewissem Sinne augenblicklich. Wow. Das sage ich jetzt nicht als irgendwie, weil ich da dir den Schmus bringen will.
Ich glaube auch, diese erste Stunde, da tut sich sehr viel, weil ich habe auch nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden, wie viel es nicht gekonnt. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über mich und meinen Körper. Ich habe mich sehr unzulänglich gefühlt. Auch das war ein sehr intensives Erlebnis. Aber ich bin auch trainiert, auf kleine Veränderungen zu schauen und auch einfach mich wahrzunehmen. Und da gab es einfach nichts zu diskutieren. Also da war was. Und ich gehöre auch zu diesen Leuten. Ich bin über eine Schmerzthematik zur Methode gekommen. Und mir ging es einfach besser nach der ersten Stunde. Und da bin ich auch ein Mensch, der nicht lange nachfragt. Und das war das Augenblickliche. Und dann war es bei mir aber schon ein längerer Weg. Also ich habe das Gefühl, wenn ich zurückschaue, ich musste auf relativ viel verzichten in den ersten 3 Jahren. Ich bin ein Mensch, der schnell funktioniert, der schnell viel möchte. Und das war keine einfache Zeit. Es war aber auch eine Zeit, in der ich wurde laufend belohnt. Laufend belohnt mit Fortschritten, Erkenntnissen, einfach Erlebnissen. Und das ist, es ist sehr... Dieses Augenblickliche und Unendliche gleichzeitig. Für mich ist es etwas sehr, sehr, sehr Einzigartiges. Und das zu leben und auch mit den Trainerinnen zu diskutieren, zu spüren, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Schön. Danke fürs Teilen.